Hallo, ich bin die Anne von Leibelka und wir sind gerade hier kurz nach Weihnachten an der Costa Brava. Wir haben das Ultralightboard dabei, ein schönes leichtes Carbonpaddel und natürlich auch unseren Hund Iffi. Also der Vorteil vom Ultralight ist, wie der Name schon sagt, es ist relativ leicht. Mit dem Packsack zusammen, das heißt mit Pumpe und Leashfinne und so weiter, kommt man dann etwa auf etwas über 10 Kilogramm Gewicht. Und es ist nicht nur leicht, sondern es ist auch schön kompakt, wie ihr seht. Es ist relativ schmal. Es hat hinten ein schönes Rucksacktragesystem, mit dem man das Board auch mal länger tragen kann. Und das Wichtigste an der Tasche ist eigentlich, sie ist wasserdicht durch das Material. Das ist also wasserdicht, das TPU. Und es hat, wie ihr es vielleicht von Radtaschen auch kennt, einen wasserdichten Rollverschluss. Damit kann man also die Klamotten und das andere Zubehör, was man mit aufs Wasser nehmen kann, einfach, wenn man rausgeht, in den Packsack verpacken und hat dann seine Ausrüstung sicher und wasserdicht dabei. Mit dazu gehört natürlich auch ein Paddel. Wir haben verschiedene Paddel. Alle Paddel, die wir haben, sind in zwei- und dreiteilig verfügbar. Das hier ist jetzt das Powertrack Paddel in der dreiteiligen Version. Dreiteilig bedeutet, man kann hier in der Mitte das Paddel nochmal zerlegen und hat dadurch dann ein Paddel, das sich kompakt im Gepäck auch transportieren lässt. Das dritte Teil ist dann der ausziehbare Schaft, mit dem man die Länge individuell einstellen kann. Das Schöne an dem Packsack ist, dass es ein gepolstertes, verstellbares Tragesystem hat. Man kann es also an die individuelle Körpergröße einstellen. Es gibt auch einen gepolsterten Hüftgurt, damit man das Gewicht mehr auf die Hüfte verteilen kann und das Gepäck auch länger tragen kann. Und seitlich gibt es auch auf beiden Seiten noch schöne Griffe, die helfen, das beim Verladen dann auch gut hantieren zu können. Ergänzend sind auf der Seite noch Netzstaufächer, die eignen sich zum Beispiel auch gut, um das Paddel dort reinzustecken. So, was man jetzt schön sieht, ist, dass das Board, wenn es zusammengerollt ist, kompakt ist. Und wir empfehlen, wenn man das Board zusammenlegt, dass man es nicht zu eng rollt, sondern faltet. Und zwar von hinten beginnend, dann hat man nämlich genau die richtige Breite für den Packsack. Und die Breite wird vorgegeben, wie man hier sieht, von der Finnbox. Mit dabei bei dem Set ist die leichte Double-Action-Pumpe, die zwei Stufen hat. Zu Beginn macht man es auf Double Action, dann pumpt man ein hohes Volumen mit einem geringen Druck. Wenn es dann schwerer geht vom Pumpen, stellt man um auf Single Action. Und die Pumpe hat auch eine Funktion zum Aufblasen und zum Absaugen der Luft. Und das Ganze könnt ihr mit der Druckskala überprüfen. Das Board braucht im aufgepumpten Zustand einen Druck von 1 Bar bzw. 15 PSI. Also viele fragen ja, warum ist das Ultralight so leicht und trotzdem so steif, was ja das wichtigste Qualitätsmerkmal eigentlich von einem auflastbaren Sub ist. Und das liegt daran, dass wir für das Ultralight ein Dropstitch-Material nehmen, das eine besondere Webart hat und auch eine hohe Anzahl an Dropstitch-Fäden. Man sieht es auch, wenn man auf das Board drauf schaut. Und dadurch wird es leichter und bleibt trotzdem steif. Wem das Gewicht nicht ganz so wichtig ist, der kann sich auch für das Fuse von uns entscheiden. Das Board ist etwa 2,5 Kilo schwerer, ist aber genauso kompakt zusammenzurollen, hat auch den wasserdichten Packsack und unterscheidet sich im Endeffekt nur durch das etwas höhere Gewicht. Jetzt
zeigen wir euch nochmal die Wasserlinie vom Bohr. Wasserlinie bedeutet die Fläche vom Bohr, die auf dem Wasser aufliegt. Und wie ihr sehen könnt, liegt beim Ultraleit, und das ist eigentlich eine Eigenschaft von all unseren Boards, die ganze Fläche nahezu auf dem Wasser auf. Das wird dadurch erreicht, dass wir den Rocker, also die Nase, niedrig halten und natürlich durch die hohe Steifigkeit vom Board. So, hier ist Iffi wieder, die ist immer mit dem Bild, und die Steifigkeit sorgt eben dafür, dass auch wenn das Board belastet wird, die Wasserlinie komplett erhalten bleibt. Und eine lange Wasserlinie sorgt für eine hohe Spurstabilität und eine hohe Geschwindigkeit. Jetzt werden viele sagen, ach, schnell ist mir nicht so wichtig, aber ein leichtgängiges Gleiten spürt jeder sofort, und eine Spurstabilität auch, weil das mit sich bringt, dass man relativ selten die Seite vom Paddel wechseln muss. Für alle die, die jetzt zu Hause sind und Lust aufs Paddeln haben, gibt es aber auch eine tolle Lösung. Wir paddeln im Winter bei uns zu Hause immer mit Trockenanzug. Hier mit dem Hiko Valkyrie. Der große Vorteil von einem Trockenanzug ist, man kann drunter ziehen, was man möchte, der Temperatur angepasst, und bleibt einfach immer trocken, wie wenn man wandern geht mit einer Gore-Tex-Jacke. Jetzt im Winterdeal von Lightventure ist der Trockenanzug, der normalerweise 600 Euro kostet, für nur 100 bzw. 200 Euro je nach Board mit dabei. Also zum Beispiel das Ultralight, da kostet der Trockenanzug im Set nur 200 Euro, und ihr seid auch jetzt im Winter bei uns sofort startklar und könnt die heimischen Seen und Flüsse erkunden.